mehr als 250 Aussteller aus über 30 Ländern zieht es dieser Tage wieder nach Genf an den Lac Le Mans zum 83. Internationalen Automobilsalon. Zu den wichtigsten Highlights auf der PAL Expo gehören zweifellos die Prämienautos aus dem Hause Mercedes-Benz. Allen voran der kompakte A45 von AMG. Sein 2-Liter Turbomotor mit 360 PS und 450 Newtonmetern verspricht Dynamik. Er ist der weltweit stärkste in Serie gefertigte Vierzylinder. Elegant, 4,63 Meter lang und viertürig, das ist der Mercedes CLA. Ein gelungenes Coupé-Angebot in der kleineren Fahrzeugriege. Technische Basis ist die A-Klasse. Sein CW-Wert von 0,23 ist Weltrekord bei Serienautos. Die neue E-Klasse wurde so umfangreich überarbeitet wie niemals zuvor. 11 neue oder optimierte Assistenzsysteme haben in der erfolgreichsten Geschäftslimousine ihre Weltpremiere. Noch mehr Sportliches aus dem Schwabenland zeigt Porsche mit der Neuauflage seines 911 GT3. Ein 3,8 Liter Sechszylinder mit rund 450 PS treibt den Supersportler unbändig voran. VWs 1-Liter Auto XL1 ist serienreif und geht auf die Straße. Ebenso der Golf-Variant. Spritsparen ist angesagt, doch dabei muss auf Fahrspaß nicht verzichtet werden. Das beweisen Angebote wie der Golf GTD, sozusagen der GTI unter den Selbstzündern. Auch Audis A3 e-tron ist ein solcher Vertreter. 204 PS werden den Spaß am Fahren erhalten. Freude bereitet auch der RS Q3. Das erste RS-Modell der Q-Reihe holt 310 PS aus einem 2,5 Liter 5-Zylinder Turbobenziner. Unmittelbar nach dem Start der Octavia-Limousinen schickt Skoda die Kombiversionen ins Rennen. Lademeister mit viel Raum für Mensch und Technik. Erstmals zeigt Seat den Leon als coupéartigen Dreitürer SC. Ende des Jahres soll der Leon Kombi als ST folgen. Erstmals in Europa zu sehen ist das M6 Grand Coupé. Das viertürige Coupé ist die dritte Karosserievariante des Hochleistungssportlers M6. Mini kann auch edel, wie das Clubman-Sondermodell Bond Street zeigt. Der Lifestyleige kommt im März auf den Markt. Opels neues Mittelklasse-Cabriolet Cascada ist eine der vier in Genf gezeigten Weltpremieren der Marke. Ein klassischer Viersitzer mit langgestreckter Silhouette und Premium-Stoffdach. Beim Adam wird nachgelegt. Die dreitürige Mini-Crossover-Studie Adam Rocks Konzept steht für Individualisierungspotenzial ohne Ende. Nach FIA Rallye-Reglement aufgebaut wurde der Adam R2. Chevrolet schickt dem Coupé seiner erst vor wenigen Wochen vorgestellten Corvette Stingray gleich die offene Variante hinterher. In der bärigen Kraft steht sie dem geschlossenen Bruder in nichts nach. Ford zeigt die komplette Tourneo-Modellfamilie. Weltpremiere hat das künftige Einstiegsmodell, der neue Tourneo Courier. Im Mai diesen Jahres kommt der Jaguar F-Type auf den Markt. Zu einem Einstiegspreis von 73.400 Euro gibt es einen zweisitzigen Sportwagen mit einem 3-Liter V6 Kompressor mit 340 PS und interessanten Fahrwerten. Die Italiener fahren mit ihrem 500L Tracking für Outdoor-Fans, dem exklusiven 500 GQ und dem Panda 4x4 Konzept gleich drei Weltpremieren auf. Alfa Romeo hat den lang erwarteten Sportwagen Alfa Romeo 4C mit nach Genf gebracht. Ein Mittelmotor-Coupé, von dem man hören wird. Toyota zeigt mit dem Auris Touring Sports erstmals die Kombi-Variante des Auris. Im Juli kommt der kompakte Kombi auf den Markt. Alternative Antriebe bei Mitsubishi. Der Pickup GRH EV mit Hybridantrieb, der elektrische CA Mi EV und der Outlander als Plug-in. Bei Honda ist Schluss mit der Kombi-Abstinenz in der Kompaktklasse. Großer Auftritt für den Honda Civic Wagon Konzept. Auf Augenhöhe mit dem Golf GTI schickt Kia seine Topmodelle Ceed GT und Pro Ceed GT ins Rennen. Beide befeuert ein 204 PS starker Vierzylinder. Die Kia-typische Tigernase bringt die Studie eines Kompaktcoupés ins Spiel. In der Sportabteilung des Genfer Autosalons sind erwartungsgemäß Superlativen anzutreffen. Vom Extremsportler McLaren P1 mit seinem 916 PS Hybridantrieb bis hin zum Enzo-Nachfolger bei Ferrari. Auch hier arbeitet ein Doppelherz und schöpft insgesamt mehr als 900 PS.
Bei den Luxuslinern gibt zweifellos Rolls-Royce den Ton an. Der neue Wraith soll der stärkste Rolls-Royce sein, den jemals die Spirit of Ecstasy zierte. Den Flying Spur hat Bentley einer Komplettüberarbeitung unterzogen. Noch sportlicher und luxuriöser, dazu effizienter. Eine chinesische Automarke sollte man sich merken: Koros. Mit viel deutschem Know-how gebaut und entschlossen, den Markt zu erobern. Neben dem ersten Serienmodell der Kompaktlimousine Koros 3 Sedan sind die Konzeptstudien Cross Hybrid Konzept und Estate Konzept zu sehen. Egal welches Konzept und welcher Antrieb unter den blanken Hauben steckt, für alle Fahrzeuge gleichermaßen interessant ist das neue Reifenbefüllsystem, das Goodyear in Genf vorstellt.